Imker fürchten um ihre Bienen. Asiatische Hornisse als ernste Gefahr. Immer wieder wird unser heimisches Ökosystem durch neu eingeschleppte Tier- und Pflanzenarten vor Herausforderungen und Probleme gestellt. Imker sehen jetzt ihre Völker durch die asiatische Hornisse in ernster Gefahr. Hornissen sind im Prinzip für uns eher nützliche Tiere, da sie Käfer, Stechmücken und kleinere Wespen sammeln, um ihre Brut zu versorgen. Eher selten fallen ihnen auch Honigbienen zum Opfer. Die asiatische Hornisse jedoch hat es besonders auf die Biene abgesehen. Für Imker und ihre Völker ist sie also eine Bedrohung. Neu in Europa. Ursprünglich stammt die asiatische Hornisse aus Südasien und kommt etwa von der Ostküste Indiens bis nach Südchina vor. Erstmals wurde sie 2004 in Frankreich registriert. Seitdem hat sie sich in Spanien, Portugal, Italien und in der Schweiz ausgebreitet. In Baden-Württemberg entdeckte man das Insekt erstmals 2014. Seitdem häufen sich die Meldungen auch in anderen Bundesländern. Imker bitten um Mithilfe. Imker und Naturschützer bitten daher, genauer hinzusehen, wenn ein großes Insekt vorbeibrummt. Ob es nun eine europäische Hornisse oder eben eine asiatische Hornisse ist, erkennt man daran, dass letztere kleiner ist. Zudem ist die asiatische Hornisse anders gefärbt. Sie kommt hier nur in einer sehr dunklen Variante vor und besitzt eine orangene Stirnplatte. Die neue Art und ihre Völker in Europa stammen wohl von einer einzigen Königin ab, die es von Asien nach Europa geschafft hat. Das zumindest sagen genetische Untersuchungen aus. Dieser Fakt würde auch ihre Färbung erklären. Denn in ihrer Heimat ist die asiatische Hornisse sehr unterschiedlich gefärbt. Wer ein Nest entdeckt, sollte dies bei der unteren Naturschutzbehörde melden. Als Nahrung bevorzugt die Honigbiene. Die asiatische Hornisse legt in Baumkronen große Nester an, die jeweils bis zu 2000 Arbeiterinnen plus Königin beherbergen. Von dort jagen sie und erbeuten sie bis zu 11 Kilogramm Insekten je Saison. Dabei scheinen sie es gezielt auf Bienen abzusehen. Während auf dem Speiseplan heimischer Hornissen nur 5% Honigbienen stehen, soll die Nahrung der asiatischen Hornisse bis zu 85% aus Bienen bestehen. In Asien sind die Bienen in der Lage, Hornissen effektiv abzuwehren. Unsere hingegen hat bisher keine Strategie gegen die Angriffe entwickelt. Normalerweise umgeben Bienen die eingedrungene Hornisse im Pulk, den sie so lange aufheizen, bis die Hornisse stirbt. Für Menschen besteht keine Gefahr. Bislang ist nicht klar, wie sich die Situation in Deutschland entwickeln wird. In Frankreich versucht man mit allen Mitteln, die asiatische Hornisse einzudämmen. Dabei besteht jedoch auch die Gefahr, gleichzeitig die heimische Hornisse zu bekämpfen. Menschen sollten der asiatischen Hornisse mit Respekt begegnen und sie nicht stören. Denn auch wenn sie nicht aggressiv ist, tut selbst ein harmloser Stich weh.